Hallo meine Lieben, habt ihr schon mal was von der berühmten bayerischen Schriftstellerin Lena Christ gehört? Nee, aber ihr habt gerade die Gedenktafel gesehen, oder? Ich befinde mich in der Sandstraße, ausnahmsweise mal nicht im Münchner Westen, sondern in der Maxvorstadt, wo sie ihre sehr unglückliche Jugend verlebt hat. Sie wurde nämlich von Mutti gezwungen, in der Kneipe zu arbeiten. Das war nicht schön. So, meine Lieben, ich bin ein paar hundert Meter weitergezogen, wo Lena Christ ihre schreckliche Kindheit in der Kneipe gegen eine schreckliche Ehe eintauschte, Lindbrunstraße 35. Aber in den 1910er Jahren fing sie dann an, als Sekretärin für einen Schriftsteller zu arbeiten, stellte fest, Mensch, das kann ich doch auch selber, und schrieb Romane, Erzählungen. Etwas davon werde ich demnächst auch mal in meinem Kanal zusammenfassen. Und euch empfehle ich dringend, mal was von Lena Christ zu lesen. Es ist bayerisch, es ist kräftig, es ist stark, eine starke Frau. Der Jahrhundertwende. Macht's gut.